Bruna Batman, the Dwarven King's heart is soft, but his axe is sharp. And his adopted daughter, Catibri, a deadly archer, destined to be a leader. They will resist. The newly crowned king of the Reghead Barbarians, Wulfgar, son of Beornagar. If he can master his rage, he will be dangerous. Drizzt Do'Urden, the drow outcast. Few can match his deadly speed. He could be the key to everything. They care for each other. Something to be exploited, perhaps. But their bond is strong. Regardless, they failed to secure the shard from that fool, Kessel. It's out there, exposed, for the taking. And now, it will be mine. Moin moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play Dungeons & Dragons Dark Alliance. Dark Alliance. Heute spielen wir das Ganze im Koop-Modus. Es ist frisch auf dem Markt und ich habe meine beiden Helfer mit dabei. Einmal den Captain Yesterday. Guten Abend. Und einmal den Stevo. Hallöchen. Wir spielen das Ganze im Koop-Modus. Ich werde mir jetzt noch meinen Charakter erstellen. Und zwar den... Okay, wie geht das? Ach, ich muss... Ja, man muss so mit Tastatur hin und her switchen. Das muss ich noch rauskriegen hier. Du hast den Wulfgar, ne? Steven hat den. Ich hab den Catibri. Ich glaube, das ist der Wulfgar. Das ist der Typ mit dem Hammer in der Hand. Der haut sich wie ein Wikinger. Okay, es gibt den Waldläufer noch mit zwei einzelnen Schwertern. Ist er der Assassine? Ich glaube, ich nehme den Zwerg, ne? Der Zwerg ist, glaube ich, auch cool. Tank. Ja, wir nehmen den. Ich nehme den Tank. Ohne Scheiß. Brauchen wir auch, weil ich hab den Range und den Healer. Steven hat den DPS-Typen und der Zwerg wäre der Tank. Cred the Shinnavon, the crystal shard. Forged from the magic of seven liches. But with a treacherous will of its own. For thousands of years, the shard lay forgotten beneath the snows of Icewind Dale. There it waited, until some fool, a would-be wizard lusting for power beyond his due, answered the shard's call. Akar Kessel claimed the shard, and used its power to summon armies of evil creatures to his banner. From his crystal tower, he set them loose upon the Dale and the people of Ten Towns. But we would not stand by and watch this tyrant destroy our homes. We companions rallied the united peoples of Ten Towns and held our ground at the walls of Bryn Shander. We chased Kessel to the slopes of Kelvin's Cave. When the Shard realized that we had won, it abandoned him. It disappeared once again under the snows, along with Kessel himself. With Kessel gone, we thought the war was over. We were wrong. Though the crystal shard was lost, still it called to those who craved power. Its call was strong, and from across the realms they came. But we answered a call of our own,
A call to stand together against this Dark Alliance and defend our home against the threat of Kren Shinnabar. Wir sind jetzt hier schon im dritten Versuch. Das Spiel ist seit heute frisch auf dem Markt und hat natürlich noch so ein paar kleinere Schwierigkeiten. Wir haben jetzt schon dreimal hintereinander, oder wir sind jetzt aktuell im dritten Versuch, die erste Mission abzuschließen, hatten aber zweimal Report-Fehler mit da drinne. Also stellt euch darauf ein, dass es durchaus ein paar ungünstige Cutscenes mit im Video drinne sind, weil wenn das Spiel abstürzt, dann bleibt mir natürlich keine andere Wahl. Solltet ihr euch entscheiden, dieses Spiel zu kaufen oder habt mega Bock darauf, unten in der Description findet ihr meine Affiliate-Links. Da könnt ihr das Spiel gerne drüber einkaufen. Das würde mich ein bisschen als YouTuber unterstützen. Würde ich mich super freuen. Dankeschön. Und jetzt legen wir los. Auf jetzt, ab jetzt. I should get some of my people out here to avanti, avanti. Some proper shelter. Hier habt ihr auf jeden Fall euer Lager, wo quasi alles draus gesteuert wird. Tränke kaufen, Ausrüstung verbessern. Und wir sind jetzt hier an der Karte. Bei der Karte ist ganz wichtig, Leute, weil wir haben das jetzt schon zum zweiten Mal falsch gemacht. Ihr dürft bei der ersten Mission nicht das allerletzte wählen, weil ihr denkt, ihr seid total stark, seid total cool und könnt das Spiel. Nein, nehmt das erste, ist zu empfehlen, ansonsten seid ihr One-Shot. Das ist die empfohlene Kampfstärke und die Kampfstärke ist am Anfang bei 1222. Und ihr solltet nicht drüber hinausgehen. Vielleicht eine Stufe drüber hinaus, aber auch selbst da kann es sehr, sehr, sehr schwer werden. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall das erste und legen los. Ist offen. Jawohl. Ich habe ein bisschen längere Ladezeiten. Ich habe es nicht auf der SSD. Wird eh synchronisiert mit allen. Ja. Gefährten vom Eiswindtal. Habt ihr mitbekommen, wo der eine geschrien hat, der eisige Tod? Und der andere meinte, ich sag immer, Tod ist Tod. Ihr habt das gerade gesehen? Die aktuelle Beute ist jetzt wieder da, ne? Not my fault. Yep. Ja. Wir müssen sie zum Ausgang bringen. Also wir können sie wieder looten. No, ich Das ist aber cool gemacht, finde ich. Du gehst dahin. Ja. Hier kann man ja nichts. Da muss man jetzt nicht zum Geheimnis machen, dass wir schon mal gespielt haben, oder? Nee. Mach mal dein Heilding kurz. Naja, nicht für das. Oh, okay. Ich habe aber kein Leben mehr, weil ich das erste schon besprungen habe. Ne? Ach, guck mal, 31 Schaden.
Ja. Das ist alles super einfach. Na gut. Jetzt ist das auch, jetzt kannst du das auch überleben. Da können wir auch. Und dann können wir sogar unten in dem Tunnel auch rein. Ja, Mann. Ich kriege 31 Schaden jetzt nur noch und keine 500. Das war ja vorher einfach ein One-Hit, ne? Ah, jetzt habe ich das Sammeln übersprungen. Ja, wo sind die Hobbits? Ich hol mir die rechts. Also das Kampfsystem finde ich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Das macht Spaß. Wenn man das ein bisschen raus hat, was man da so alles für Attacken hat und so. Ah, die halten jetzt auch kaum was aus hier, die Typen. Das bist du. Sollte das ja auch, eigentlich sein, weil das sind ja Minions. Das sind ja nur... Ja, wir haben einfach die ganze Zeit auf den falschen Schwierigkeitsstufen gespielt. Ja. Alter. Voll das Leben schwer gemacht hier auf Dark Souls Niveau und so ein Scheiß. Dann so. So, jetzt will ich hier aus, ne? Wollen wir mal hier die Seltenheit vom Beute erhöhen? Können wir machen, ja, alt. Zack. Okay, ist. Geil. Hier vorne hatten wir noch ein Buch, das nehme ich mit. Ist auch noch was? Amen. Die Kiste oben hast du geholt, ne? Ja. Ja. Muss nur mal kam da was checken. Kam da was raus? Geld nur. Hier ist noch ein Krug. Voll. Ich will immer die Sachen hauen, statt aufluten, so. Ja. Klicken. Klicken. Weiß jemand, wo das... Alter. Weiß jemand, wo das, was? Dass wenn ich ziele, sich nur also umschalten muss und nicht gedrückt halten muss. So. Ich glaube nicht. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Legt ihr das doch, schießt du auf Mausklick? Nein, das... Das Zielen, ja, meint das, er, ne? Das Zielen, ja, das Zielen auf Schiff oder auf... Also generell beides nervt mich irgendwie. So. Aber egal. Ja, das ist doch so, dass wenn du schießt, du auch automatisch gleichzeitig zielst, dass er beides macht mit einer. Nee, das ist... Nee. Suche die Zwergen. Aus der Kiste ist noch ein Item gedroppt, ne? Das musst du dir noch holen. Wo? Ich bin durch den Tunnel und links lang, ne? Ja, naja, liegt doch schon mal, ne? Ich kämpfe jetzt. Ne? Die halten ja jetzt nichts mehr aus, ist ja alles cool, ne? Ja, aber da müssen wir ja eh hin. No. Ruhe. Echt mal ein bisschen easier hier. Ja. Angenehmer vor allen Dingen. Ja. Die haben uns ja vorher gewonnen-hittet. So, hier. Oh. Ungewöhnlicher Helm. Zack. Kann man die Sachen eigentlich schon vorher Stiefel anziehen? Nee, ne? Nein. Nee. Nein. Zuerst. Man hat nicht dieselben Menüs wie im Lobby. Im Hub. Oder wie heißt das? Bin mal gespannt, ob der Drache der Dungeon-Boss ist oder der World-Boss, das wir dafür machen. Ob wir so eine Dungeon-Reihe bekommen, wo man so 4-5 Dungeons macht und dann am Ende den Boss hat, oder ob am Anfang immer so der Boss introduced wird, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich hab eine ungewöhnliche Axt bekommen. Wollen wir jetzt mal in den Tunnel? Achso, du bist schon drin, ja, ne? Ich bin drin. Ja, man kann ja echt jetzt durchlaufen. Alter. Okay. Und was ist drin? Alte Items hier. Gold-Items. Kommt mal her, hier könnt ihr euch Items holen. Eine Kiste auf jeden Fall auf dem Weg. Wo sind die Items?
Ich sehe es ja nicht. Voll ist doch die Kiste. Hier. Hä? Rechts. Hier ist ein Item. Ja, das ist das. Oh, ja, ungewöhnlicher Ring. Sag doch rechts. So. Wie kann man das übersehen? Ja, weil es nicht leuchtet. Es leuchtet, glaube ich, immer nur kurz. Ja, also bei mir war es eine weiße Schiene auf einem weißen Boden, so. Nee. Alter, kommt da so ein Zwerg angeflogen, ey. Ziel abgeschlossen. Geh mal weg, du Bilder. Pass auf, an dem Ding haben wir 10 Minuten gesessen, ey. Jetzt muss ich... Der kriegt jetzt mein Ding hier. Der macht nicht mal Schaden, ne? Nee, jetzt macht er kaum Schaden. Ja, entspannt. Ja, jetzt ist das hier auch mal schaffbar halt. Hey. 600 Schaden gemacht, lol. Nice. Hast du Beute erhöhen gemacht? Ja. Ich glaube, sterben tun wir jetzt nicht mehr, oder? Da müssen wir schon stark für sein. Oder wir müssen es wollen. Pass auf, gleich kriegen wir richtig aufs Maul und verkacken. Die Moves sind echt geil. Das macht Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn du keine Ausdauer mehr hast, dass du dann so... Das Trefferfeedback könnte ein bisschen wichtiger sein, aber sonst... ist ganz geil. Wo seid ihr? Oh, was ist denn das hier? Alter! Au, oh, war eine Falle! Ja, ihr seid warum oben. Warum hast du das? Oh, noch mal. Eine! Aua! Ja, weil hier was drin ist. Alter, du kriegst... Ja, geil. Die Falle, ja. Okay, nur Gold. So, und jetzt killen wir erstmal den Typen unten, oder? Ja, mal gucken. Ich schieß mal von oben ein bisschen drauf, damit wir mal sehen, was der für eine Energie hat, ungefähr so ein bisschen, oder? Ja, guck mal. Ah, ja, der ist schon ein bisschen was. 200 Schaden. Super. Ja, also weg vom Eis. Ich bin mitten in der Special. Achso, weil du auf der Fläche warst. Egal, guck mal, einmal Special reingefüllt. Zack. Aber die Eisfläche macht jetzt auch kein Damage mehr irgendwie. Oh, ein Stiefel. Ein epischer Stiefel. Hey. Epische Axt. Ey, oh, wo kriegst du irgendeine Waffe da? Hier ist noch eine Kiste. Ich hab einen epischen Bogen. Alter, warum krieg ich nur Stiefel? Hier haben wir wieder was. Brustpanzer. Du bist ein Stiefel. Noch mal was. Da. Looten und Level. Coolen Heiltrank habe ich bekommen. Oh, hier ist glaube ich der nächste Boss. Wollen wir mit dem Fahrstuhl als erstes hoch oder wollen wir jetzt hier erstmal weiter? Lass uns gleich die Bosse hier abklappern. Die Bosse. Okay. Sieht auch nicht so aus, als wenn es hier weitergeht, oder? Ja. Suche das Brückenlager. Das ist wahrscheinlich hier. Ja, mal da abgekürzt. Wahrscheinlich. Boah, der Damage gekriegt, ey. Oh. Also die Specials kommen richtig gut rein. Ja. Pro Schlag hat er aber auch um die 180 Schaden. Ja, 165, manchmal 170, je nachdem wie du das triffst halt. Ja, vorher hab ich nicht so viel gemacht. 205. Das geht eigentlich, ja. Aber ich treffe auch immer zweimal zum Teil. Okay. So, hier ist jetzt offen.
Wollen wir kurz mit dem Fahrstuhl fahren? Ich glaube, der Fahrstuhl ist der Nebenweg, dass wir da noch irgendwas abklappern können. Wobei ich aber glaube, das ist ein Rundweg, weil wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir beim Fahrstuhl wieder raus. Wahrscheinlich, ja. Lass mal da einfach hier zurück. Ja, oh. Was haben die? Die haben hier Sachen in der Hand. Zum Teil die Typen. Ja. Sammeln. Ja. Runstein. Alter, jetzt habe ich doch ein bisschen Damage. Da ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste freigelegt. Alter. Cool. Drüben ist auch noch einer, glaube ich. Ja, mal nur Gold. Ist egal. Oh, was ist das? Lol. Ich sag nur damit dir jetzt. Eine Falle! Was passiert hier? Was passiert hier? Aua! Voll der Minenfeld. Alter, voll das Minenfeld. Hier in der Ecke. Alter, hier hinten in der Ecke. Müssen wir das haben? Kann man das. Warum ist das noch. Das ist irgendwie geschützt. Ich hab das eben auch ein. Ah, hier, ach, hier einfügen. Einfügen. Guck mal, das hab ich eben eingesammelt. Alter! Wo sind wir denn hier? Epische Looträume. Was kann ich hier machen? Kann ich das kaputt machen? Soll ich mal gegenschlagen? Ach ne, sammeln. Ein Attributspunkt. Attributspunkt, Alter! Und eine Kiste, Leute. Kommt her, hier sind Kiste. Hier sind irgendwelche. Ohne Items, okay. Hier sind irgendwelche Viecher, hallo? Oha. Wow. Was sind das denn für welche? Ihr habt hier irgendwas vor. Na ja, guck mal hier, voll der Loot und so. Gerade wird das irgendwie zugespammt mit irgendwelchen Mobs, Alter. Irgendwelche Rundtoten und Beschwörer. Combo Breaker. Au! Mach mal nicht einen auf den, Alter. Alle machen noch irgendwelche Attacken nachher. Weil sie alle nur Spam. Nicht. Nee, Spam nicht, aber ich versuche manchmal rauszufinden, was meiner macht, je nachdem. Was ich drücke halt, ne? Hier sind noch Mobs auf der linken Seite dann. Da fliegt da. Auf den Sack, zack, zack. Ah, hier ist der Fahrstuhl, ja, ja. Ha, ja. Okay, können wir wieder zurück. Passt. Haben wir alles. Seht ihr, alles gut, ist Open Schlauch. Open Schlauch, ja. Open Schlauch, würde. Der kleine Knirps, ey. Ich feier ihn immer noch. Alter, warum seid ihr so schnell? Seid voll schwach. Was? Oh, der ist nicht hin teleportiert, ey. Ah, hier kommt das nächste, wieder Beute. Ich geh wieder auf Seltenheit, ne? Ja, Mann. Immer her damit. Immer her damit. Nimm auf! Nein! Nimm auf! Alter, das ist der Pirat einfach stehen bleibt und so zuguckt so. Oh ja, und tschüss. Wie er an mir vorbeirollen will und einfach in den Tod fliegt. Na, einfach mal tschüss. Tschüss, Leute! Zack, zack, zack. Ultimate Crit. Krass. Oh, 1026. Boah, drei Sachen zum Sammeln, ey. What? Zack. Wo? Wo ist der Loot? Überall, rechts, links, schön, ja. Schön die Krüge alle über. Genau. Alter, oh. Wir sammeln hier noch einen Kampf. Ich sammle noch, aber ich gucke. Guck mal hier. Was ist denn hier? Ah, ein Geheimgang. Ah, warte, ah, was? Sneaky, Alter. Küste. Wow, was ist das hier? Der Geheimgang. Was ist das hier? Einfach ja, kaputt machen. Nee, geht's einfach außen rum. Aber guck mal, hier kann man auch noch irgendwie außen rum. Ich glaube, auf der anderen Seite geht das auch noch. Ja, hier ist was. Über uns.
Guck mal hier über uns. Hier, zum Rüberspringen. Ja. Wieder hoch. Da oben ist auch einer. Da oben ist auch ein Typ. Hier müsst ihr außenrum rüberspringen, ja. Wahrscheinlich ist das der normale Weg. Wir dachten. Aber warte, hier unten schon? Hier kann man nämlich auch überspringen. Oh, oh. Hier ist nämlich noch eine Kiste gesehen. Erstmal, ey, erstmal hier oben. Okay. Ach, da oben cooler ist als unten. Entschuldigung. Aber hier eine Kiste ist, wenn man in der Sackgasse dann mal hier ist. Sag denn nur. Lass den mir mal machen. Also, kann er kämpfen? Ja, oh, Kiste. Man sieht so diesen kleinen Zwerg so 60 mal wegchargen. So. Sieht voll weird aus, so aus meiner Perspektive. Und gerade ist unten noch ein Item. Ja. Oh. Ja, ne, warum? Das ist halt ein kleiner Raum und da ist einfach eine Kiste mit Items. Und danach müssen wir wieder hoch. Okay, aber wo? Also, da unten. Da. Zack, hi. Ja, Alter, epischer Felsen. Fällt dieses komische Ding da von dir, Alter. Diese kleine Kugel, Alter. Das sah aus wie so, ein Tropfen Wasser, wie so ein Flaschen, der da einfach so. Kommt so runter, kommt so auf so plump. Wie so ein, Knetmännchen, was runtergesprungen ist und erstmal platt war und dann sich so zum Männchen wieder formen zu. Weißt du, alle haben so übelst den heftigen Auftritt. Du kommst so runter, gechargt, so elfenmäßig. Ich komm so tormäßig, so boom, mit einem Hammer. Dann kommt er so, Alter, und macht so plupp. Voll stumpf einfach so. Oh ja, nächster Bosskampf. Jetzt schmeiß ich jetzt mein Hammer wieder auf den Kopf, ey. Alter, die Sounds, ja. Ich hab diesen komischen Hammerwirbel, ne? Der eskaliert komplett. Habt ihr nicht auch unten so eine Special-Anzeige? Ja. Ja. Was macht denn ihr dann? Ich hab diesen Bogen, der dann alles durch die Gegend wirbelt und... Ah, okay. Und was habt ihr auf Q? Auf Q den Schmiedehammer da. Den Amboss. Ich hab eine Heilung. Und was machst du dann mit R? Mit R mache ich das große Schild um mich herum. Ah, okay. Voll. Ich hab noch eine Heilung und Ranken, die festhalten. Die Ranken sind auch ganz cool. Oh. B oder C? Seltenheit, ja. Du brauchst Güte, ich hab noch nicht einen Trank jetzt benutzt. Boah, jetzt wird's hier aber wild. Oh ja, jetzt wird's hier richtig wild. Au! Kommt Feuer aus den Wänden. Ich habe eine Tafel gefunden. Die habe ich auch schon gefunden. Ja. 15 Gold. Okay, ich glaube, hier runterspringen dürfen wir nicht. Guck mal, da liegt einer von dir. Aber tot. Lauf mal einfach mal durch. Dein Kumpel, dein Cousin, der Gimli. Dein Kumpel. Das ist voll fies und so, aber egal. Bro, dein Cousin. Weg da! Hinter euch. Da müssen wir weiter. Zwei Gold. Das war Bro, Bro sein. Das war Bro sein Cousin. Oh, wir müssen hier drauf. Guck mal. Ja, aber... Hey, guck mal hier, guck mal hier. Stell dir mal auf dieses Tafel. Alter, du kannst doch mal. Du Bilder. Warum gehen wir auch noch? Ja, wir müssen hier drauf, alle. So, 200 ja, Gold. Kiste war da noch. Hier links müssen wir alle auf einen. Warte, hier liegt auch noch was. Guck mal hier. Oh. Ja. Geh du mal da drauf. Okay. Warum sind wir jetzt nicht alle drauf? Waren wir alle drauf jetzt? Ja, oder? Wir waren alle drauf. Ja, ist schon offen, ist schon offen. Okay. Ziel abgeschlossen, Mann. Nice. Was war denn das Ziel? Zerstöre die Balliste ist jetzt das Ziel. Guck mal, hier sind so okkulte Typen. Die sehen so aus, als bräuchten sie mal ein paar Mal Schläge. Jetzt müsste man den mal über den Scheitel ziehen. Boah, jetzt hab ich den Special verschwendet. Weißt du? Genau das. Da kommt noch mehr. Alter, hat der keinen Kopf? Ich bin runtergerollt. Oh nein. Und tschüss.
Da bist du doch. Cheerleader. Was sagt drauf, Alter? Alter! Hexenkönig! Ja, übelster König, Alter. Flecking. Alter! Wie der mich wegkickt. Der Combo-Break mich direkt. Und schon wieder! Ja, aber auch richtig krass. Do a barrel roll, Alter. Jetzt hab ich. Gerne. Jetzt hab ich einen. Danke, danke, Anke. Oh, was ist hier? Ist irgendwas? Was ist denn da? Jetzt gleich kommt da der übelste Strahl raus und killt mich, ey. Kann ich hier. Oh, Hilfe! Jetzt bin ich ein Strahl. Warte, du musst da durch. Seid ihr tot, oder? Ja. Also nein, nicht tot. Wir waren Lichter und dann waren wir auf der anderen Seite. Was ist denn hier los? Komm mal hier nochmal zurück. Oh, Alter. Alter. Ey, ich bin wieder zurückgeflogen. Okay, cool. Ey, oh, ich bin im Loop gefangen. Ich bin in so einem Loop gefangen. Hilfe. Lol. Oben ist noch, eine Kiste. Ja, die haben wir schon. Ich habe eine gesammelt, ja. Und was zeigt uns hier an? 10 Meter? Ist da noch eine Tafel drin oder sowas? Nö, ne? Nö. Nee, ist nichts mehr. War das schon? Boah, zurück zum Anführer soll ich. Ja, warum? Ich komme. Da stand irgendwas mit 8 Sekunden, oder? Achso. Alter, wie das aussieht. Sieht cool krass, aus, ne? Ja. Wird gemacht, auf jeden Fall. Den schneide ich. Haha, hast dich gekillt, du Sau. Ziel abgeschlossen. Ich hab mein. Oh. Da ist so ein Bratenbengel von hinten, Alter. Ein Buch. Ich hab hier eine Kiste hinten. Noch ein Zwergenkrug. Another one. Another one. And I'm not. Ja, alles gepurcht. Wir haben schon ganz schön viel Gold, ne? 4500. Kommt mal zu mir, hier ist noch ein Item. Ja. Gold. Hier. Nice. Seltener Ring. Ein episches. Ich hab eine epische Halskette. Warum kriegt ihr so einen geilen. Ich krieg nur Stiefel, Mann. Hier ist noch ein Aufzug nach oben. Ja, machst du halt Stiefel-Imperium nachher auch. Alter. Stivo? Ja, ja. Ich werd so gut wieder. Kommt mal drauf. Nee, richtig drauf hier. Ja. Das geht ab. Es hakt noch so ein bisschen, ne? Buggy ist es noch. Den Clipping. Guck mal, da liegt noch mal ein Bro. So ein Cousin von dir, Alter. Ihr seid das Schweine. War eine riesige Sippe, Alter. Oh, es ist ein Bossgegner. Wie heißt der Klubo Knochensauger? Ja. Und Krieg der Rohrschlitzer? Okay, jetzt mal ein bisschen hier. Ein bisschen Wirbel machen. Ganz viel Wirbel und nichts als Wirbel. Einen haben wir. 1000 Hitzen. Das ist der, der ist jetzt so komisch. Das ist der Boss. Warum teleportiert er sich denn? Keine Ahnung. Das ist halt noch ein bisschen, ne? Ja. Ich krieg so viel Dropkick, das Spiel weiß nicht, was es machen soll. Ist für einen Bogenschützen natürlich nicht so gut. Oh, cool. Ne? Ja. Schießt so auf, zieh so auf seinen Kopf, ich schieß so genau drauf. Auf einmal ist er so rechts von mir und steht neben mir und haut nicht, Alter. So, okay. Belohnung für abgeschlossene Mission, zwei Stiefel. Fancy. Ich hab eine Waffe und einen Ring. Stiefel. Hey, hier liegen doch voll die Loot-Sachen, warum kann ich nicht laufen? Ich will, direkt vor mir ist ein Loot! Hilfe! Ja. Bilanz in... Bilanz in 0. Okay. Ich hab besiegte Monster? Okay. Ich hab mehr als ihr platt gemacht.
Erhaltener Schaden. Guck mal deinen Schaden an. Ist doch egal. Mhm. Ja, wie cool. Nice. Wir sind Level 2, Mann. Oh, Talentpunkt. Fand ich, war genau richtig lang, ne? Also die Länge passt auf jeden Fall. Hab ich nicht gefühlt. Hab ich nicht gefühlt. Kriegt der Arsch. Kriegt der Arsch und Leichen. So. Beute. Oh, Alter, was. Boah, jetzt geht's los, Mann. Guck mal. Hä, wir haben doch alle. Oh, Steven, du hast drei epische Sachen. Sagt er, ne? Ich finde nie epische Sachen. Nein, nein, guck mal, ein Helm und links so ein Pelz hier, so ein ja. Und ein Stiefel. Ja, du hast einen Stiefel, hast du. Ich habe vorhin mehr Stiefel bekommen, keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe locker drei oder vier Stiefel eingesammelt. Ach, das war vielleicht in den Run davor, ne? Kann das sein? Ja, ja. Dass ich die ganzen Runs immer Stiefel durchbekommen habe. Hat doch alles epische Sachen, weißt du, nur einen einzigen Stiefel. Ich habe nur Stiefel. Alles epische Sachen. Ich habe ein Ding mehr als ihr. Ein Stiefel mehr habe ich, okay? Ja, das ist mordwürdig. Steven hat voll das Glück, Mama. Ich habe immer nur im Ohr. Aber warum findet ihr immer epische Sachen und ich nicht? Ja, genau. Ich habe gesagt, warum findet ihr immer die geilen Sachen, Mann? Mhm. Was ist das denn? Was kann ich hier auswählen? Was passiert hier? Heute aufdecken. Deckt das jetzt auf? Okay. Ja. Alle aufdecken mit R oder was? Nee, oder? Halskette? Ich habe jetzt alle aufdecken gemacht. Okay, ich gehe wieder auf zurück. Okay, irgendwie. Beute zu ausrüsten. Was kann ich drücken? Auf G schneller? Schneller, G. Ich habe einfach Ärger. Jetzt ausrüsten. Ich habe nur eine Sache aufgedeckt gerade. Warte mal, drück mal M. Beuterunde ist leer. Ne, Beutetruhe ist leer. Beuterunde. Warte mal, ich drück mal M und dann gehe ich mal auf Ausrüsten. Oh ja, bei Ausrüsten ist alles drin. Boah, ich hab sogar einen epischen Bogen. Ja. Was hab ich denn hier für komische Kronen? Bogen des Barbaren-Diplomaten. Feuerschaden. Cool. Zustandsdurchdringung. Boah, Säureresistenz. Ey, die haben ja alle verschiedene Fähigkeiten, ne? Der Epische ist ganz cool, weil er noch Feuerschaden mit drin hat. Auch obwohl er minimal schlechter ist wie eine der grüneren. Aber achso, da ist eine Rang 2 Axt mit dabei sogar, ja? Also du musst ja gucken, was du lieber haben willst. Ich meine, der epische Bogen ist zwar cool, ja. So. Aber unten diese Zusatzbonis hier gegen gepackte Gegner und so ein Scheiß, dafür hat der andere 10% Abklingzeit reduziert. Also der andere hat eigentlich die besseren Passiven, ne? Aber ist auch ein Teilebonus, ne? Guck mal, die haben ja alle Namen. Des Barbaren, Heldenhammer der Prinzessin, ne? Und ich habe aber nur einen Teil. Also die Satzbonis haben wir noch gar nicht. Ne, die haben wir noch gar nicht, jemand... ne. Genau. Also du müsstest jetzt die anderen Sachen damit ausrüsten, ja? Genau. Muss man also darauf achten, dass man auch genau die dann auch nicht wegschmeißt oder sammelt. Alter. Guckt euch mal bitte mein Schild an. Sekunde. Ich hab voll die coole Krone auf dem Kopf jetzt. Guck mal, ich sehe aus wie der Flash. Jo. Ja. Guck dir mal das Grabschild an hier. Alter, was hast denn du vor? Irgendwelche Götter beschwören? Sonnes Manukara, Digga. Alter. So, warte mal, Kampfoptionen, stimmt, wir haben Geld, ne? Wir können uns diese Kämpfdinger hier kaufen. Was ist denn? Goblin? Oh, Rang 4 Helm habe ich sogar gekriegt. Bonus auf maximale Ausdauer, das ist auch schön. Feuerresistenz. Halskette. Das ist echt cool, muss ich sagen. Oh, ich hab drei Teile und hab sogar jetzt 3 von 8 Satzboni. Ich auch, ich hab 2. Ich hab den Goblin-Schnitter anscheinend. Fähigkeiten kann man auch switchen, ne? Ja.
Tagebuch. Kinder auf dem Kopf. Ah, Rüstung habe ich keine gute, leider. Ja, wie ich sehe aus, ey. Boah, sah ich total cool aus und jetzt habe ich so kaputte Rüstung. So, was kann man jetzt noch machen? Ja, hier hinten haben wir die Trophäen, ne? Du hast noch keine Trophäen, okay. Auf Talent habt ihr gesagt? Ja. Achso, nee. Charakterbogen. Ja. Auf Charakterbogen musst du gehen, ja. Und dann kann ich unten die Stärke, die körperliche Leistungsfähigkeit eines Charakters. Du siehst ja schon, wo du am meisten Punkte, man hat eigentlich drei Sachen, wo mehr Punkte drin sind als in den anderen. Und das sind meistens die, die dann auch dazugehören. Bei mir ist das zum Beispiel Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma. Bei Steven, siehst du ja, wenn du auf Gruppe gehst. Bei dir ist es Konstitution. Ja, bei dir ist es Konstitution, Stärke und Weisheit. Und Weisheit, ja. Int. Nee, Int habe ich höher. Int hast du nur 5. Nein, 9. Also, bei mir hast du nur 5. Also wenn ich auf die Abenteuergruppe gehe hier, wenn ich M drücke und rechts auf Abenteuer, hast du bei mir nur 5. Komisch. Egal. Vielleicht ist das auch nicht aktuell, weißt du? Ausgeben, so. Ich mache jetzt einmal Konstitution. Und Stärke habe ich jetzt einmal erhöht. Mal gucken. Also Konstitution ist sowas wie Robustheit sozusagen. Ich habe mir jetzt auch 2 Fähigkeiten freigeschalten. Mal gucken. Wie denn das? Mit dem Gold. Und zwar drückst du M und dann gehst du auf Talente und da... Ja. Nicht Talente, auf Kampfoptionen. Da habe ich mir auch schon 2 Dinger mal geholt. Ach da, die kosten Gold, ja. Genau, und auf Talente hast du nochmal andere Sachen zum Freischalten. Und zwar mit dem... Was ist denn das für ein Punkt? Genau, das ist dieser eine Talentpunkt, den wir uns freigeschaltet haben. Ach, das ist der, ja. Erhöht erhaltene Verbrauchsgüter um 1 oder Wiederbelebung auf mit TP 100%. Aber es gibt unterschiedliche, ne? 15% Schadensbonus gegen Elite-Gegner ist auch ganz cool. 10% Max-Trefferpunkte ist auch nice. Aber ich glaube, am Anfang nehme ich jetzt erstmal den Schaden auf den Typen. Ja. Elite-Gegner. Da haben wir jetzt auf jeden Fall die erste Mission abgeschlossen, haben uns ausgestattet, haben uns mal die ganzen Menüs angeguckt. Aber den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, denkt dran, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst nicht die nächsten Videos. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein. Bis dann, ciao, ciao.